eine weitere Frage, Rainer, die uns gestellt wurde, ist, was ist der Unterschied zwischen einem traditionellen Reformer und einem modernen Reformer? Ja, also natürlich gibt es nicht den modernen Reformer. Es gibt ganz viele verschiedene moderne Reformer. Wir stehen jetzt gerade bei Allegro 1. Hier drüben hätten wir auch noch Stott. Hier hast du drüben noch einen von Yogistar stehen. Also nun, die fallen sehr unterschiedlich aus. Das ist jetzt nicht ein und dieselbe Geschichte. Mhm. Aber im Grundsatz fangen wir mal bei dem ersten Thema an. Das erste Thema ist Kugellager versus Gleitlager. Mhm. Klingt kompliziert, oder? Mhm. Kugellager heißt, ich habe meine Rolle und ich habe meine Achse. Und zwischen meiner Rolle und meiner Achse sind kleine Kugeln. Das heißt, die Auflagefläche ist extrem gering, mhm, und dementsprechend gleitet es wunderbar. Also wenn wir heute ein Auto haben, alles was leicht gleiten soll, nehmen wir immer Kugellager. Mhm. Das ist die moderne Form, weil gewichtsunabhängig. Ich kann auf einen modernen Reformer jemand mit 150 Kilo draufstellen, mhm, und ich kann jemanden mit 50 Kilo drauf haben. Mhm. Für die beiden gleitet der gleich. Mhm. Ja? So, jetzt würde ich dich bitten, bevor ich sage, was ein Gleitlager ist, einfach mal mit einem Finger den hier zu schubsen. Super. Kugellager. Gleicher Reformer, aber mit Gleitlager ausgerüstet. Dieser ist der gleiche Reformer. Ja. Okay. Verstanden? Du hast sofort verstanden, genau. Was ist ein Gleitlager? Ein Gleitlager ist, du hast wieder deine Rolle oder deine Hülse, deine Metallhülse. Du hast wieder eine Achse, aber diesmal sind die beiden unmittelbar aufeinander und nur durch Fett getrennt. Mhm. Genau, so. Das verwendet man heute in der Technik durchaus auch noch. Es ist nicht so, dass man sagt, nein, nur noch Kugellager. Nein, in dem Industriebereich, immer wenn du eine sehr, sehr gleichmäßige Bewegung herstellen möchtest, verwendest du Gleitlager, nicht Kugellager. Okay. Ja, Josef Pilat, das hätte locker easily Kugellager verwenden können. Die gab es. Ja. Er wollte aber Gleitlager haben. Geh mal eins weiter und schubst den mal. Das wäre jetzt ja ein noch traditionellerer Reformer. Okay, merkst du? Ja, ich merke. Okay, gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, und das ist dann die Frage, die bei vielen Leuten im Kopf so eine Sperre aufmacht. Hä? Ist doch völlig egal, weil du hast ja die Federn. Die Federn ziehen den Schlitten zurück. Solange die Federn gleich sind, fühlt sich die Übung doch wohl gleich an. Pass auf, wir probieren jetzt Folgendes aus. Ja? Du stellst dich hier hin, okay? Und da ich jetzt nur, ehrlicherweise, ich habe jetzt nur eine blaue Feder, die bei beiden ganz gleich wäre. Aber glaub mir einfach, dass es keinen so großen, warte, wir können es ja mal testen. Warte mal, wir nehmen diese eine hier. Ja, genau. Und die fühlt sich ähnlich an wie die grüne. Wenn du es partout unbedingt ganz genau gleich haben willst, nee, es geht auch nicht um den Rausweg. Es geht um den Rückweg. Es geht um den Rückweg, genau. Mach mal bitte, ich sichere mir mit einer Feder, mal einen Elefant. Und geh mal aber nur in die Mitte ungefähr, ja, mit deinen Beinen. Ja, okay. Okay, bist du in Position? Mhm. Okay, ich nehme meinen Fuß hinten weg, fahre ein bisschen raus, den Schlitten, und hole ihn dir zurück. Okay, mach vielleicht zwei, drei Wiederholungen. Ja, halt noch mehr Rundung hier oben, wenn du kannst. Danke. Gut. Mhm. Okay, und dann kommen wir hier rüber. Okay, Rundung, ich nehme den Fuß weg. Go. Merkst du was? Mhm. Ja, so macht die Übung Sinn. Du sagst es. Ja, perfekt. Das, wo man sich als Lehrer häufig den Mund fusselig spielt. Ja. Okay, hier macht es Sinn. Ja, weil was passiert? Du musst selber entscheiden, ich würde gerne zurückkommen. Mhm. Es kommt nicht von alleine zurück. Natürlich hilft dir die Feder, aber er kommt nicht alleine zurück, sondern du musst die Entscheidung treffen, ich würde gerne jetzt haben, dass er zurückkommt, der Schlitten. Und das gilt ab da für alle Übungen. Durch Gleitlager wird der Reformer plötzlich zu einem Gerät, in dem du sowohl in der einen Bewegung als auch in der anderen Bewegung konzentrisch und exzentrisch arbeiten, auch beim Footwork. Okay. Weil das ist mir völlig neu. Ich dachte, die Federn, ja, dass die Federn anders sind, das war mir klar. Ja, ja. Und du hast jetzt hier an einer Lego ein Gleitlager verbaut. Okay. Genau.
Das ist jetzt, ne, das gibt es jetzt nicht einfach so zu. Es gibt Hersteller wie Peak zum Beispiel, die bieten für ihre Reformer zum Teil ein Umbauset an. Das nennt sich dann High Resistance Wheels bei denen zum Beispiel. Dann kannst du zwischen einem Kugellager und einem Gleitlager selber umbauen. Das ist eine Messingbüchse. Mhm. Balance Body bietet das jetzt nicht an bisher. Das heißt, du musst jemanden finden, einen Metallbauer, der dir die entsprechenden zwei Hülsen baut. Ja? Also, nun, so, weil du kannst jetzt nicht hier einfach die Räder von Graz irgendwie darüber bauen. Das funktioniert nicht, weil die Achsen einfach nicht passen. Ja? Das heißt, du musst dann Metallbauer haben, diesmal. Oder du sagst von vornherein, weißt du was, ich kaufe mir gleich einen traditionellen Reformer mit Gleitlagern. Und wenn du diese Entscheidung triffst, triffst du aber eine ganze Reihe weiterer Entscheidungen gleichzeitig, okay? Mhm. Die du mögen kannst oder nicht mögen kannst. Ne? Mhm. Also, nur, was sind die weiteren Entscheidungen? Die erste ist erstmal, dass ein traditioneller Reformer eigentlich immer hier vorne ein sogenanntes Gear hat, in der du diese Stange mit den Federn dran hast. Mhm. Ob da jetzt 4 Federn drin sind oder 5, das ist eine blödsinnige Diskussion. Nachweislich hatte Josef Pilates ursprünglich mal ein Gerät mit, ich glaube, wie viele Federn waren es denn? 12 oder sowas? Ach. Ja, da gab es eine Werbung in Hamburg noch von ihm. Aber es gab auch definitiv, wenn du die Fotos genau analysierst, auch 5er Federn. Also insofern, diese Einschränkung, es müssen 4 und es muss genau gleich sein. Nein, vergiss es, das ist nicht wichtig. Aber ein Punkt ist, du veränderst die Abstände durch, indem du das hier umsetzt und hier einen Stopper dazwischen setzt, ja, für Übungen. Jetzt machen wir einfach ein Beispiel, okay? Also, wir nehmen mal eine leichte Feder, ja, und dann sage ich mal, knie dich doch bitte mal auf den Reformer mit dem Blick Richtung nach da, mit den beiden Knien hier, na, ja, danke schön. Okay, und dann nehmen wir die rechte Hand und jetzt machen wir mal eine Swockety, okay? So, okay, ja, würdest du die Hand unter die Schulter führen? Und nochmal, fühl mal nochmal, wiederhol nochmal einfach. Ja, danke schön. Genau, da hast du nicht ganz so viel zu geben. So, pass auf. Jetzt, nehmen wir mal an, du hättest die Übung nicht gut machen können. Hm? Das ist auch hart an der Grenze. Das glaube ich dir. Schau mal, dann würdest du bei einem traditionellen Reformer jetzt hier vorne einen Stopper reinsetzen. Ziehst das nach vorne. Auch die gleiche Übung. Merkst du was? Du hast einen anderen Startpunkt. Hm? Mhm. Machen wir das Beispiel. Leichter. Ah, ja. Pass auf. Geh mal rüber. Geh mal mit den Knien rüber, nach rechts. Gut. Okay, und mach mal die Lotusblüte. Linke Hand. Die Lotusblüte. Linke Hand rein. Beide Arme nach außen. Streck die Arme. Ja, gut, okay. Streck die Arme mehr. Ach, ja, so. Okay. Ja, okay. Geht nicht. Ich helfe dir ein bisschen. Okay, und komm zurück. Jetzt setze ich den kurz im Gear um. Probier jetzt. Jetzt geht's gar nicht mehr, weißt du, was ich meine? Vorher ging es nicht, jetzt geht's gar nicht. Gar nicht mehr, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Du veränderst oder zum Beispiel stell dich mal kurz bitte auf den Reformer mit dem Blick nach vorne. Ja, okay, nimm die Hände rauf. Okay, dann stell mal deine Füße, lässt die Hände auf der Footbar. Genau, und jetzt komm einfach nach hinten, sehr gut, in eine Planke. Ja, ruhig da hinten, ist okay. Okay, bring das Becken nach vorne. Gut, super. Fahr raus und komm zurück. Gut, okay. Und knie dich kurz hin, damit ich umbauen kann. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast eine längere Person, ja? Okay, Vorsicht, kannst du kurz hier nach hinten hinsetzen einfach. Dankeschön. Sicherer. So, nehme genau dieselbe Feder. Komm wieder in die Position. Befürchte Schlimmes. Nein, das Gegenteil. Geh nach hinten bitte wieder auf die Kopfstütze. Weiter nach hinten. Ja, sie gehen nicht. Ja, genau. Aber schau mal, bei jemandem, der größer wäre, der wäre vorher da weit hier rüber gekommen. Das wäre sehr schwierig gewesen für ihn.
Und jetzt wäre sie für ihn machbarer plötzlich. Ja, aber für mich nicht. Für dich ist umgekehrt. Für dich, ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Aber, aber du könntest es ein bisschen nachspielen, indem du gegen die Schulter polsterst. Yeah. Aber du weißt, was ich meine, ne? Wenn die Hände hier sind und ich muss in einen starken Überhang gehen, ist es viel schwieriger, als wenn ich unter meiner Schulter starten kann. Mhm. Und das organisierst du alles darüber, in dem System. Hier bei dem Allegro machst du es über die Stange. Ganz genau. Ne? Bei einem Stott machst du es auch wieder über die Gearbar, aber hier sind alle Längen schon gar nicht ganz so stimmig. Ja? Mhm. Zum Teil machst du es dann bei Reformern auch, wenn du gar keine Möglichkeit hast, indem du sie ein bisschen wegsetzt, aber dann geht sie auch gleichzeitig tiefer. Ja? Okay? Mhm. Also es ist von Reformer zu Reformer unterschiedlich. Okay? Mhm. So, hier hast du genau das, das. Mhm. Und das. Mhm. Das war's. Nun, hier hast du mehr Positionen plus mehr vor und zurück. Ja? Mhm. Ist aber wie immer mit allen Spielereien, heißt auch, du musst wissen, was du tust. Ja? Also du musst immer wissen, auf den Kunden bezogen, warum würde ich jetzt die Position wählen oder warum die andere? Es gibt moderne Reformer-Varianten und dazu gehört übrigens auch die Ron-Sachen. Die haben noch mal eine ganz viel höhere Position angeboten. Siehst du, wie hoch die jetzt hochgeht im Vergleich? Das ist durchaus interessant. Das kann Sinn machen für manche Übungen. Kann eine gute Unterstützung sein, wenn du jetzt zum Beispiel an den Tenten-Stretch denkst, wo es für viele Leute sehr schwierig ist, da hinzukommen. Ja, dann ist die viel höher, dann komme ich schon mal viel, viel besser hin. Ja, verstehe. Genau. Mhm. Also ich sag mal, das sind die wichtigsten Unterschiede. Also die eine Frage war ja, wir hatten so, welchen Reformer/Allegro soll ich mir kaufen? Die Frage kann man eben nicht kurz beantworten. Die kann auch fast Nein. Fragen, was möchte ich? Genau, welche Ausbildung habe ich besucht? Weißt du, fang mal so rum an. Ja. Auf was habe ich gelernt? Wenn ich jetzt eine traditionelle Reformer-Ausbildung gemacht habe, klassisch in Anführungszeichen, dann würde ich dir schon empfehlen, bleib klassisch erstmal, kauf dir einen klassischen Reformer, weil sonst musst du ja versuchen, all die klassischen Übungen, die dann zum Teil schwer zu replizieren sind, nimm zum Beispiel mal den Swan, ja? Mhm. Der Swan auf der Box mit der Blickrichtung nach da ist auf einem Allegro relativ schwierig zu replizieren, ja? Du hast hier auch ganz andere Verhältnisse, was zum Beispiel die Verwendung des Straps angeht. Der Strap ist eigentlich immer so, dass ich hier mit meinen Füßen aufstehen muss. Wohingegen ich bei einem traditionellen Reformer, ne, ich bei einer Shortbox-Serie durchaus so arbeiten kann, dass ich sagen kann, bleib weg von dem Rahmen. Okay? Das, ne, jetzt hast du die Aufforderung aus deiner Ausbildung, bleib weg, aber es geht gar nicht. Weißt du, ich meine? Es ist, genau. Ne, du siehst, ich habe den hier umgebaut etwas. Du siehst, die Straps kommen hier von unten etwas mehr schon. Aber wenn er geliefert wird, hast du nur die Position. Das heißt, die Umlenkrolle ist nach oben gerutscht. Was bedeutet das? Wenn die Kraft von unten kommt, ergibt sich für Shortsbein, aber auch für Übungen, wo du einfach jetzt hier ziehst, Chest Expansion sowas, ergibt sich ein anderer Zugwinkel, ein anderer Kraftwinkel, weil die Kraft kommt von unten, versus wenn die Kraft von einer anderen Ebene kommt, ne? Die sogenannten Risers, ne? Bei Reformern. Genau. Die sind ja irgendwann mal dazugekommen in unser System. Und jeder hat sich gefragt, wie ist das passiert? Und relativ klar ist es, es hängt mit dem St. Francis Hospital zusammen. Es hängt mit der Arbeit dort zusammen, nämlich mit der Frage, wenn Leute Einschränkungen haben, Verletzungen haben, ich Pilates als Rehabilitation verwende und ich versuche das mit einem traditionellen Reformer zu machen, das geht nicht. Wenn ich aber einen modernen Reformer habe, der auch vielleicht, sage ich mal, sehr weiche Federn dabei hat, ich habe die Möglichkeit, diese Riser sehr hoch zu stellen, kann ich plötzlich Armübungen machen, auch nochmal Kugellager, das bewegt sich ja. Weißt du, hier hast du gesagt, das kann ich nicht. Probier mal kurz einfach nochmal die gleiche Übung von vorhin, nämlich die Lotusblüte, hier mit Kugellager. Entschuldigung. Also ein bisschen mehr da drüben knien, wenn es geht. Gut. Ja. Ja, ne? Ja. Das heißt, das Kugellager
gibt dir sehr leichten Widerstand. Die Feder war hier eine blaue und ist da eine blaue. Mhm. Das heißt, es ist exakt dieselbe Balance Body Feder in beiden Geräten. Mhm. Die Abstände sind gleich. Aber was sich ändert, ist, dass durch das Gleitlager du plötzlich einen so hohen Initialwiderstand hast, der dann eben, Thema, als wir die Studiogeräte gesprochen haben, Armchair. Deswegen braucht jemand, der traditionell arbeitet, einen Armchair, damit du die Armübungen machen kannst, die du nicht mehr hier machen kannst. Wenn du modernen Reformer hast, kannst du plötzlich Armübungen machen, aber dafür ergeben bestimmte Übungen, wo du nämlich eigentlich das Vor- und Zurückziehen aus dem eigenen Körper weniger Sinn. Das heißt, der Trainingserfolg ist definitiv an einem modernen Reformer geringer. Ganz ehrlich, weil du einfach, du wirst zu sehr dazu erzogen, dich wegzudrücken und die Federn machen dann schon irgendwie. Wie kannst du dem entkommen? Du kannst natürlich die Federn wieder stark reduzieren, um dich mehr zu zwingen, zurückzukommen. Aber dadurch, dass das, lass uns mal eine Übung noch, vielleicht hast du sie, ich hoffe nicht. Lass uns mal, hol mal kurz die Box bitte. Und wir probieren mal, tu sie mal in Längsrichtung. Okay, hast du ein Händel auf beiden Seiten? Nein, Händels auf den Schlaufen. Ja, beide? Perfekt, dann setz dich ganz nach vorne auf die Box. Vorne in Richtung. Football. Mit dem Blick in Richtung. Football. Gut. Sorry. Okay, ja, kein Problem. Okay, komm mal ein Stückchen weiter vor. Okay, Hände an die Seite. Lehn dich zurück. Nein, nein. Hände leg die Hände an die Seite. Gut, okay. Und lehn dich zurück. Bring die Beine hoch. Nein, bleib oben. Bleib oben. Ich weiß nicht, was du machen willst. Teaser. Okay. Okay, stopp, bleib da. Super. Okay. Gib mir einfach einen Teaser mit ein paar Armbewegungen. Komm so hoch, du gut kommen kannst. Perfekt. Und komm wieder runter. Mach vielleicht 2 oder 3 maximal. Ohne raufrollen, ohne runterrollen. Einfach mal nur das Gefühl haben, wie fühlt sich jetzt die Übung an. Okay, gut. Jetzt nehme ich es dir ab. Du gehst einfach kurz auf den anderen Reformer rüber. Aber an dieser Stelle ist das Video zu Ende. Setz dich hier rüber. Warte. Ja, ich komme. Da habe ich gerade gesehen, dass ich eine Schraube, die sind ganz neu, die Handles, die habe ich gerade frisch gekauft. Hat sich eine Schraube gelöst. Das sollte eigentlich auch nicht sein, oder? So. Schraube locker. Ja, Schraube locker. Okay. Nichts passiert. Gleiche Feder. Du lehnst dich zurück. Kommst in deinen Teaser. Und jetzt hast du ein Gleitlager. Und merkst du, dass es die Bewegung verändert? Ja. Ne? Für mich persönlich ist das mehr so achterbahnmäßig, weißt ja. du? So, ja. Kipp ich gleich nach links, kipp ich gleich nach vorne, ja. kipp ich nach hinten. Hier kann ich viel, viel mehr, weißt du, dann kommen ja eigentlich noch die großen Kreise, dann kommt ja noch das Shaving mit dazu. Mhm. Ja? Da kann ich mich viel mehr eingrooven, mhm. weil ich die Bewegung viel gleichmäßiger habe. Ja. Das ist wieder der Vorteil von diesen traditionellen Geräten. Es ist eine schwere Entscheidung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hängt ein bisschen von deinen Kunden ab. Es hängt vom Kunden ab. Und natürlich von dem, auf dem, was du gelernt hast, dass genau. man erstmal damit anfängt. Und schon. Und dann von da aus kann man sehen, was man. Ich glaube, nur wichtig ist, einfach von beiden Seiten die Offenheit zu haben. Weißt du, ich sag mal, wenn du traditionell ausgebildet bist, glaube ich, ist es wichtig, dass du irgendwann mal die Augen aufmachst und mal ein paar Workshops besuchst bei Leuten, die modern arbeiten. Und auch mal auf moderne Reformer trainierst und verstehst, oh, okay, durch diese sehr leichten Feder, durch die Kugellager, kann ich plötzlich Dinge machen, mhm. als Übungsuniversum, die kann ich auf meiner Kiste gar nicht machen. Mhm. Und umgekehrt, wenn du immer so modern gearbeitet hast, ist es, glaube ich, sehr vernünftig, mal zu sagen, ey, ich gehe mal auf einen Workshop oder ein Seminar, wo Leute mit traditionellen Geräten arbeiten, um mal zu fühlen, oh, das ist ja ganz, ganz anders und die Übungen verändern ihre Sinnhaftigkeit plötzlich. Mhm. weil ich plötzlich viel mehr arbeiten muss oder weniger arbeiten ja. muss oder was auch immer. Ich glaube, das ist so ja. eher der Punkt. Ja, das könnte man generell für die ganze Pilates-Welt. Ja, 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 ja. Soll ich sagen? Und eben auch für das Leben an sich. Das war, jetzt enden wir aber sehr philosophisch. Also ja. einfach mal raus aus seinem Gehirn. Aus seiner Bubble geht, ja, genau, 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 genau. Und deswegen finde ich schön, die auch so nebeneinander zu haben, weißt du?
Weil dadurch macht es erfahrbar in meiner Ausbildung. Das ist so ein bisschen, glaube ich, für mich der Punkt, dass ich gerne möchte, dass die Leute beide Aspekte von vornherein sehen und nicht sagen, das ist falsch und das ist richtig. Mhm. Ja, weil das stimmt so nicht. Ne? Ja. Ja? Super. Dankeschön. Danke dir. Danke dir.